Optik des ICE Vortex 2 ist er schon etwas gewöhnungsbedürftig. Mit dem großen Hinterrad und den kleinen 20 Zöllern vorne wirkt das Rad ein wenig asymmetrisch, abgehoben und hat etwas von einem Skorpion. Batmobile, spotten neidische Kollegen der Redaktion und spielen dabei auch auf die titanschwarze Farbe an. Einen rassigen Charakter erhält das Vortex auch durch die gekonnt verteilten roten Elemente wie die rot eluxierten Speichennippel, die passende Schaltungsteile und die Dekore. Der Rahmen ist aus Chrom-Molybden gefertigt. Der Hinterbau besteht aus Aluminium 7005. Ausgestattet ist das Rad mit einer SRAM X9-X0 Schaltkombination, einer Turative Elita Kurbel, Avid BB7 Scheibenbremsen, die getrennt bedienbar sind und Felgen von Alex. Die Schwalbe Kojak Bereifung hält das Gefährt optimal auf der Straße. Praktisch. Wer oft auf Reisen ist und dabei seinen Vortex nicht zu Hause lassen möchte, kann das Rad mit wenigen Handgriffen klein und kompakt machen. Der Clou, der das möglich macht, ist das Gelenk am Hinterbau. Dabei hat ICE das Scharnier so ausgerichtet, dass das Hinterteil nicht nur einfach einklappt, sondern sich diagonal eindreht. So liegt das Hinterrad sauber auf dem Rahmenkreuz zwischen den beiden Vorderrädern. Mit 3.790 Euro ist das Vortex nicht ganz günstig, aber jeden Euro wert. Für 3.790 Euro erhält man ein außergewöhnliches Liegerad mit einem geringen Gewicht von 15,9 Kilogramm und mit Eigenschaften, die vor allem die sportlichen Fahrer erfreuen dürfte. Fazit: Vortex, Wirbeln oder auch wirbelnde Bewegung ist auch ein Tempoversprechen. Es rotieren zwar die Beine ganz ordentlich und bringen kräftig Vorschub. Der Rest bleibt aber sehr entspannt, weil das Trike trotz Tempo Kräfte schont und der bequeme Sitz und die variable Geometrie sich an die persönlichen Vorlieben anpassen lassen. Den Bremsen kann man beruhigt vertrauen. So ist das ICE Vortex ein echt edles Trike für ausgedehnte Touren mit hohem Tempopotenzial. Der Komfortfaktor ist sehr hoch, solange der Fahrbahnbelag mitspielt. Unser Testurteil? Sehr gut. Wir vergeben gerne den Aktiv-Radfahren-Tipp Empfehlungen.